Was geht ab, Leute? Ich bin einfach in Leogang, mitten im Schnee. Fahrrad habe ich nicht mit dabei. Aber wie das Ganze passiert ist, erkläre ich euch am besten einfach von Anfang an. Viel Spaß. Guten Morgen, Leute. Einfach viel zu müde. Das Auto ist jetzt so gut wie ready. So noch eine Tasche reinpacken. Und ihr seht, das ist Next Level voll. Von oben bis unten voll. Ich glaube, auf kurz oder lang komme ich nicht darüber hinweg, mir irgendwie ein größeres Auto zu holen. Vielleicht, wenn der weggeht oder so. Mal gucken. Wir packen jetzt schnell den Rest ins Auto ein. Und dann melde ich mich von der Strecke. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir sitzen im Auto. Red Bull muss rein und wir haben 7 Stunden 16 Fahrt. Also ich hatte schon ein paar Fahrten in meinem Leben. Da bin ich so morgens nach Kiel gestartet und bin den 8 Stunden oder so was durchgefahren, ohne Pause. Aber ich glaube, das machen wir heute nicht, weil ich muss ja nicht da arbeiten, ne? Sondern ist ja eigentlich Urlaub. Yes, wir fahren erstmal jetzt ganz entspannt los und dann wird es eigentlich ziemlich spannend, wie das Thema Maut sich verhält. Ich nehme euch so ein bisschen einfach mit, falls ihr selber mal nach Österreich wollt. Was ich jetzt schon gemacht habe, ist eine Vignette gekauft und das ist einfach extrem wichtig, weil für die Landstraßen und Autobahnen in Österreich brauchst du einfach so eine Vignette. Und da ist das Geringste, was man kaufen kann, 10 Euro. Ich gebe euch da den Tipp, geht nicht auf das Erste, was Google euch anzeigt, ganz oben, weil es sind immer geschaltete Anzeigen. Und das Ding ist einfach, die erste Anzeige, da kostet die Vignette direkt einfach mal 16 Euro. Und ich habe jetzt eine für 10 bekommen auf einer österreichischen Seite. Und die gibt es auch als App. Wenn euch das interessiert, schreibt mir gerne, gebe ich euch gerne die Seite. Ein Nachteil hat das Ganze, wenn man nicht unternehmerisch tätig ist, dann gilt diese Vignette erst 14 Tage später, also als normaler Konsument. Wenn du aber als Unternehmer irgendwie, und ich habe ja ein Gewerbe, deswegen konnte ich mich da eintragen und dann ist die sofort gültig. Wenn du aber deinen Urlaub ein bisschen weiter in der Zukunft planst, dann ist kein Problem. So, wir fahren jetzt mal ein Stückchen und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Jo Leute, was geht ab? Wir sind mittlerweile in Österreich angekommen. Man sieht, es ist schon ein bisschen bergiger geworden und richtig gruselig. An manchen Bergen drumherum liegt einfach Schnee oben drauf. Ich hoffe, dass das in Leogang nicht ganz so krass ist, zumindest vielleicht nicht im Bikepark. Ja, wir haben jetzt noch gute 50 Minuten und dann sind wir hoffentlich im Hotel, können einchecken. Und dann gibt es eine kleine Roomtour für euch und ich sage euch natürlich, in welchem Hotel wir untergekommen sind und so weiter. Yes, Fahrt war echt anstrengend, gegen Ende zieht sich jetzt, langsam kriege ich Kopfschmerzen. Aber naja, ist jetzt nicht mehr so weit, hin und wieder Pausen machen, passt das schon. Was geht ab, Leute? Wir sind da, 7:45 sind wir losgefahren, jetzt haben wir 16.38 Uhr. Da ist das Hotel, Hotel Leonard sind wir untergekommen. Das Ganze war jetzt gar nicht so teuer, weil, glaube ich, die Saison einfach vorbei ist. Wir sind gerade am Bikepark vorbeigefahren, da war richtig tote Hose. Bin gespannt, wie es die anderen Tage wird und hoffen, dass der nicht irgendwie früher zumacht oder irgendwie sowas. Naja, jetzt erstmal Sachen packen, da rein, Zimmer klar machen und dann sehen wir weiter. Bis gleich. So Leute, wir sind im Hotelzimmer angekommen. Ich gebe euch jetzt nochmal eine kurze Roomtour. Ich habe die Lichtschalter noch nicht drauf. Also, hier kommt er rein.
Ich muss sagen, ich bin echt krass positiv überrascht. Selten so große Hotelzimmer gehabt. Toilette getrennt von Badezimmer, was ich sehr cool finde. Und wir haben Badewanne und Dusche. Und wenn ich richtig müde bin, ein Hocker, dann kann ich nämlich mit Hocker duschen gehen und muss nicht sitzen. Dann riesen Kleiderschrank. Da hätte ich noch viel mehr Klamotten mitnehmen können. Hätte ich dann genug Platz in meinem Auto gehabt, aber ich brauche definitiv ein neues Auto. Dann hier Bett, hier Arbeitsspace, da kann man arbeiten. Hier ist, ob ich so mein Hauptworkspace für die nächsten Tage. Und dann nicht das krasseste Panorama, aber trotzdem krass, denn ihr geht raus und seht Berge, Schnee, Parkplatz, Hotel. Es gibt einen großen Nachteil. Es liegt auf den höheren Metern schon Schnee. Das bedeutet, viele Lines sind nicht mehr befahrbar. Und demnach muss ich morgen mal abchecken. Und übermorgen, ich gehe wahrscheinlich erst übermorgen fahren, aber morgen werden wir das auch in Ruhe mal abchecken. Wie es da hoch auf dem Bikepark geht, welche Lines man fahren kann. Ich denke, alle, die von ganz oben befahrbar sind, werden nicht mehr funktionieren. Also die werden nicht mehr offen sein, sind wahrscheinlich gesperrt, weil auf der Webcam schon oben liegt einfach so viel Schnee. Ich glaube, da ist ja nicht viel drin. Kleines Update noch zum Hotel. Man bekommt hier für die A-Sitzbahn ein Ticket, das ist irgendwie im Preis inklusive, wusste ich gar nicht. Und 15% beim Bikepark und der Lift, also Bikepark Leogang, ist 900 Meter entfernt. Das heißt beim Fahrrad Kinderspiel. Wir laufen jetzt gleich auch mal darüber und checken das Ganze mal ab. Ja, wir nehmen euch nochmal mit und ich brauche dringend was zu essen, Leute. Wir sind jetzt gerade hier am Riders Playground. Das ist so der untere Bereich sozusagen des Bikeparks. So kann man sich vorstellen wie Übungsparcours. Vorne steht bis zum 17.10. fährt der Lift und zwar bis Bergstation. Ich muss später mal im Internet herausfinden, was jetzt Bergstation ist. Aber lass uns mal darüber gehen. Yeah. Das ist so crazy, so unreal, das so zu sehen, weil ich das bisher einfach nur aus Videos kenne. Da im Hintergrund, das ist jetzt in den Wolken, dieser epische Berg. Ich weiß jetzt, woher der Name The Epic Bike Park Leogang kommt. Aber vielleicht ist das in Österreich überall so. Naja, aber auch wenn es nur wenige Abfahrten gibt, total egal. Nächstes Jahr, kann ich euch sagen, planen wir ein bisschen schöneren Trip. Und dann wird das Ganze in der Saison stattfinden und nicht eine Woche bevor Feierabend ist. Also ich glaube, unser Hotel ist schon Premium. Die Dinger hier direkt am Lift Salzburger Hof, da zahlt man wahrscheinlich richtig Cash. Und dann gibt es ja irgendwie noch, ich weiß gar nicht, wie hoch der Bikepark ist, dass sich das ja überhaupt noch von Mittelstation lohnt. Aber das werden wir die Tage sehen. So Leute, wir machen es auf den Rückweg bzw. auf dem Weg zur Essenssuche. Und ich verabschiede mich für den heutigen Tag von euch. In dieser Reihe jetzt werde ich daily Videos machen. Das heißt, es kommen ein bisschen mehr Videos als sonst. Lasst unbedingt ein Abo da, Notifications anschalten, damit ihr nichts verpasst. Und ja, wir sehen uns dann morgen schon wieder. Ich zeige euch gleich noch ganz kurz das Essen im Abspann, wenn wir was gefunden haben, falls wir was finden. Und ja, seid gespannt, was noch folgt.